Hallo Pfeifenfreunde und Genießer. Ein wunderschöner Tag. Das Wetter spielt mit, lädt zum Grillen ein und regelrecht zum Entspannen und Genießen. Und da möchte ich euch ein wenig dran teilhaben lassen. Ihr habt ja gesehen, mein letztes Video, wo ich einige Bilder vom Grillen gezeigt habe, da hat mir der Yogi einen Tipp gegeben, dass man das Fleisch auch noch ein wenig indirekt garen kann, so dass es die Saftigkeit erhält. Und das werde ich heute Mittag einmal probieren, denn diese Grundlage werde ich bitter nötig haben. Ich zeige euch mal zunächst, was es bei mir heute Mittag gibt. Das ist eine Premiere. Das hat uns auch der Helmut noch nicht gezeigt. Und zwar heute Mittag zum Tragen kommt ein ordentliches 600 Gramm T-Bone Steak. Ja, wie gesagt, diese Grundlage werde ich auch bitter, bitter nötig haben, aber dazu später mehr. Ja, das endet dann heute Nachmittag sozusagen im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Franzosen haben es ganz sicherlich verdient, ganz tolle Leistung gebracht über das Turnier hindurch, aber mein Herz schlägt dann doch etwas mehr für die Itchs, nämlich Rebic, Mandzukic, Perisic, Modric, weil das, was die Jungs geleistet haben durch die Finalspiele hindurch, alles in der Verlängerung, das hat mich also wirklich begeistert und auch fasziniert, wie sie wirklich mit letztem Willen gekämpft haben bis zum geht nicht mehr. Und das hatte ich eigentlich von unseren Jungs so erwartet und das kennen wir ja auch so von unseren. Aber nun, der Reihe nach, schauen wir mal, dass es wenigstens ein schönes Spiel wird und dass es uns erfreut und auch erheitert. Aber jetzt gehen wir zunächst mal ans Grillen. Ja, dies ist jetzt ein Live-Versuch und ich weiß noch gar nicht, wo und wie es enden wird. Ich zeige euch aber, wie ich es machen werde. Und zwar zunächst einmal geplant 1,5 Minuten von dieser Seite. Dann werde ich das Steak nur um 45 Grad drehen, aber an eine andere Stelle legen, damit dort der Rost noch möglichst heiß ist, um ein schönes Branding zu erzielen. Anschließend werde ich das Steak wenden und auch von der anderen Seite entsprechend garen. Und dann werde ich auf dieser Seite den Brenner ausmachen, so dass es noch ein indirektes Garen gibt. Und dann hoffe ich mal, dass das Innenleben entsprechend ansprechend aussieht. Also, bis gleich. So, fertig ist das Menü. Ich hoffe, es schmeckt und dazu gönne ich mir ein Aiinger Lagerhell. Hat mir mein Sohn mitgebracht. Sagt er, ist was Neues, was er entdeckt hat. Und ich hoffe, jemand von euch kennt's. Würde mich freuen, wenn jemand mal was dazu sagt. Also, jetzt erst die kleine Stärkung und gleich geht's weiter. So, da bin ich wieder zurück. Essen war fantastisch, wunderbar zartes Fleisch, hervorragende Qualität und natürlich auch der Grill und die guten Tipps haben das ihrige dazu beigetragen. Und auch das Aiinger Lagerhell war also durchaus eine Überraschung für mich. Ein Bier, was es sicherlich schon viele Jahre gibt, aber man entdeckt irgendwann immer etwas und was ist es? Neuland. So war auch für mich jetzt Neuland mein kleines Dessert, was ich jetzt zu mir nehme. Und zwar die Firma oder die Destille Bowmore ist ja vielen sicherlich ausreichend bekannt. Und ich denke, der Whisky hat in letzter Zeit doch auf unserem Kanal etwas dahingehend gelitten, dass er sehr wenig Beachtung geschenkt bekommen hat. Und ich möchte das heute dahingehend wieder aufgreifen, indem ich eine für mich ebenfalls Neuentdeckung vorstellen möchte, die es auch ganz sicherlich schon sehr lange gibt. Aber wie gesagt, bei der letzten Bestellung habe ich mal diesen hier bedacht. Und zwar ist das
der 10-jährige Beaumont. Ich hatte mal den 9-jährigen Beaumont probiert, der mir aber allerdings etwas zu scharf daherkam. Er war noch, denke ich mal, zu unreif und man hat gemerkt, dass er sicherlich großes Potenzial hat, aber er hat auch sicherlich noch einige Jahre der Lagerung nötig gehabt. Und so wollen wir uns jetzt heute mal mit dem ein Jahr älteren, nämlich mit dem 10-jährigen dahingehend beschäftigen. Ja, es ist ein Whisky aus der Devil Cask Serie, die eigentlich mit der dritten Auflage abgeschlossen war, aber wegen dem oder aufgrund des Travel Retails wurde sie noch einmal auferlegt und man kann schon erahnen, Devil Cask Serie, das war etwas ganz Besonderes, etwas Hochprozentiges sogar, denn dieser Whisky ist jetzt auf 46 Volumenprozent herunter verdünnt worden. Die anderen waren höherprozentig. Und ja, wie gesagt, Travel Retail Serie, das musste natürlich von der Qualität her sicherlich etwas Ähnliches, entsprechend Anpassendes werden. Und ich war sehr gespannt darauf. Zunächst einmal als Duft kommt hier eine wunderbare Süße, eine angenehme Sherry-Lastigkeit. Man sieht es ja auch an der dunklen Farbe und eine leichte, neben der Süße auftretende Holzigkeit. Aber alles sehr entspannt und sehr zurückhaltend, auf keinen Fall aufdringlich und höchst angenehm. Jetzt werden wir den mal probieren. Man merkt sehr schön die 46 Volumenprozent, denn dieser Whisky hat eine ganz tolle Kraft, hat ein wunderbares Auftreten, nämlich mit seinem Sherry. Er hat eine wunderschöne Zartbitterschokolade, eine leichte Bitterigkeit, die neben der Süße des Sherrys wunderbar harmoniert und auch dem typisch beaumortigen Geschmack geschuldet eine ganz leichte und dezente Rauchigkeit. Auch verspürt man, wenn man ihn noch etwas länger ziehen lässt, eine sehr angenehme, leicht präsente Salzigkeit. Und der Abgang, der ist ebenso in Verbindung süß, rauchig, etwas Obst und ein höchst angenehmer Whisky und für 64,90 Euro nicht gerade billig, aber bitte bedenken, es ist eine Literflasche und den runtergerechnet auf 0,7, so liegen wir etwa bei 45 Euro und das ist absolut nicht zu viel für diesen wunderbaren Whisky. Und ich glaube sogar sagen zu dürfen, dass ein 10-Jähriger, nämlich ein Jahr älter wie der 9-Jährige, den 9-Jährigen doch um Längen übertrifft. Und ich kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen, probiert ihn aus bei einer schönen Pfeife, einem guten Tabak. So ein Whisky, es ist einfach nur ein Traum. Bis jetzt war alles wunderbar und schön und gut, aber gleich wird es prickelnd. Also, bis gleich. Tja, tolles Essen, toller Whisky, die Krönung jetzt, eine schöne Pfeife, ein schöner Tabak, um auf den Gipfel des Genusses zu kommen. Aber heute Mittag ist es einfach nicht so, vielleicht ausnahmsweise mal, denn ich möchte euch heute nochmal den Oak Alley präsentieren. Da hat mir der liebe Bernd, der Single Island Malt, der hat mir eine Probe zukommen lassen, damit ich ihn schon mal probiere, bevor ich diesen Tabak nachbestelle, beziehungsweise bevor er mir als Reklamation anerkannt. Vielen Dank Norbert aus Bremen, der mir den Tipp gab, es mal mit einer Reklamation zu probieren, welches ich getan habe und man hat bei Smoking Pipes sofort
darauf reagiert und am Folgetag schon, wie Sie sagten, eine entsprechende Ersatzdose rausgeschickt. Ja, dieser Tabak Oak Alley, das ist ein Tabak, der auf Burley, orientalischen Tabaken, Virginia und Perique basiert. Also eigentlich etwas, was den, der kräftige Tabake, aussagekräftige Tabake liebt, absolut anspricht. Und auch den habe ich, wie so viele andere aus Amerika, halt ganz einfach auf Verdacht bestellt. Ich kann ihn euch leider jetzt nicht mehr zeigen, denn das ist jetzt die letzte Füllung, die ich habe. Und von der großzügigen Dosis, die Bernd mir da geschickt hat, also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Und ich muss sagen, die Eindrücke, die ich hatte, war, dass der Duft sehr herb, süßlich, erdig, Früchteduft enthaltend, nach Rosinen und etwas heuig daherkam. Bis dahin eigentlich noch alles voll im grünen Bereich. Und auch die ersten Züge kommen also sehr vielversprechend daher, denn der Geschmack ist rauchig, holzig, Trockenobst ist enthalten und auch etwas pfeffrig. Aber so wie ich es empfinde, nach nur wenigen Zügen, da merkt man dann, was für ein Kraftprotz das ist. Denn ich denke, dass er sehr, sehr nikotinlastig ist, dass er dadurch sehr scharf und auch stark schmeckt. Und ich muss sagen, für mich ist das alles andere als angenehm, denn ich mag dann doch sehr viel mehr zwar die kräftigen Tabake, aber nicht Nikotin overboarded. Und ich würde ihm auch nicht mehr die Stärke 3 geben und auch nicht unter Betteln und Flehen eine 4, sondern eher kratzend an eine 5. Und ich muss sagen, dass hier eine, Haltbarkeit in den Reviews der Amerikaner angegeben wird von 10 bis 15 Jahren, dass er dann seinen vollen Geschmack entwickelt. Aber ich denke, das kann einfach nicht Sinn und Zweck und das Ziel eines Rauchers sein. Denn 10 bis 15 Jahre, ich meine, ich bin 61, in 15 Jahren bin ich etwa 75, 76. Und wenn er mir dann schmeckt, soll ich 10 Dosen nachkaufen, die ich dann mit 90 Jahren etwa probieren kann. Also ich fürchte, da läuft mir die Zeit weg. Und das werde ich also so keinesfalls praktizieren. Für mich muss Pfeifenrauchen ein Genuss sein. Es ist etwas, was zur Entspannung dient, zum Nachdenken, zum Sinnieren. Und ich denke, das habe ich am besten mit den Tabaken, die gleich von Anfang an auch schmecken, die nicht so übermäßig stark sind und mich damit grenzenlos überfordern. Also ich sage als Fazit, absolut etwas für Hardcorer, für die, die starke Tabake lieben, denn ich glaube, die Steigerung hierzu ist die, wenn man zu den deutschen Eisenbahnerfreunde geht und eine Tour mit einer Dampflok macht und eine Schlauchverbindung zum Trichter vorne, zum Schornstein legt und dadurch kräftig mitsaugt, da wird man vielleicht noch eine stärkere Mischung empfangen, aber für mich ist das absolut nichts, viel zu stark und hierbei bleibt bei mir der Genuss auf alle Fälle total auf der Strecke. Aber ich denke mal, man muss auch Tabak nennen, nicht nur toll, klasse, Empfehlung und super und es gehört auch mit dazu, um es der Öffentlichkeit breit und empfänglich zu machen, dass man einen Tabak präsentiert, wo man sagt, subjektiv betrachtet, für mich persönlich absolut nichts. Gerne kann man ihn probieren, aber bitte mit Vorsicht zu genießen. Ich hatte ihn vorher in einer etwas größeren Pfeife geraucht, weil ich langen Rauchgenuss haben wollte. Also das war schon mal ein totaler Fehlgriff. Der ist nur in kleinköpfigen Pfeifen für mich absolut überhaupt halbwegs
erträglich. Also ich werde ihn offensichtlich so nicht wieder nachbestellen, denn jeden Tag T-Bone Steak oder Schweinshaxe, um eine Grundlage zu schaffen, ist ja auch nicht so das Wahre. Also lasst euch gut gehen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich sage einfach mal, bis bald, macht's gut, tschüss.